Die US-Wahl hat einen für uns alle unerwarteten Ausgang genommen. Die Umfragen haben ja ein anderes Ergebnis vorhergesehen. Gleichwohl lag es im Bereich des Möglichen und auch in unseren Überlegungen, dass Donald Trump tatsächlich Präsident wird. Wenn man auf das guckt, was er im Wahlkampf zu der einen oder anderen Frage gesagt hat, könnte man schon irritiert und ängstlich sein. Ich glaube allerdings, dass ein Präsident Trump anders sein wird als der Wahlkämpfer Trump, dass das oberste Ziel des Präsidenten Trump sein wird, ein guter und erfolgreicher Präsident zu sein. Und dann wird er sehr schnell merken, dass die transatlantische Partnerschaft, die NATO und das deutsch-amerikanische Verhältnis ein Asset ist, auf das er erfolgreiche Präsidentschaft mitbegründen kann. Und deswegen wird er das nicht leichtfertig vom Tisch wischen oder gar gefährden. Entscheidend aus meiner Sicht ist jetzt, dass wir den Blick nach vorne richten und schauen, dass wir den Amerikanern zeigen, transatlantischer Zusammenhalt ist wichtig, unsere Erwartungen gegenüber USA formulieren und drittens schauen, wo wir Ansprechpartner finden im Umfeld von Trump, beispielsweise Giuliani, zu dem wir ja auch Zugänge haben, wo wir eben ganz gezielt auch Einfluss auf die neue Administration vor ihrer Bildung nehmen. Ja, zunächst mal muss man sehen, was in Amerika passiert ist. Wir haben jetzt die Republikaner, die alle drei wichtigen Institutionen in ihrer Hand haben. Aber Trump wird mit dem Kongress zusammenarbeiten müssen. Und es ist völlig unklar, ob alle Kongressabgeordneten immer bei ihm auch sein werden und stehen werden. Und die zweite Frage ist natürlich, ob das Ergebnis auch auf Deutschland übertragbar ist. Ich glaube, es ist es nicht, denn wir sehen eine Spaltung zwischen Stadt und Land in Amerika, die wir in dieser Weise in Deutschland nicht haben.